I have very good news for the country. Democrats and Republicans have come to an agreement, and the government will remain open. We will have avoided a shutdown. Ja, ein US-Shutdown wurde gerade mal 3 Stunden vor dem Eintreten jetzt mit einer leider kurzfristigen Lösung abgewendet. Bitcoin steht dadurch bei über 28.000 US-Dollar mit großen Liquidationen und alle schreien, das ist jetzt der Anfang des altbekannten Uptobers. Heute nicht wirklich viele Themen, also zum Einstieg der Woche wahrscheinlich ein eher etwas kürzeres Video, aber dafür die Themen umso spannender und ich würde sagen, lehnt euch zurück, genießt das Update. Also Bitcoin auf einem 6-Wochen-Hoch, nachdem der Kurs in den letzten 20 Tagen um knapp 12% ansteigen konnte. Das Entscheidende ist aber der Pump von gestern, vom 1. Oktober, der uns letztendlich über 28.000 Dollar schicken konnte. Seit unserem Crash Mitte August das wichtigste Level, was wir zurückerobern mussten. Und natürlich brauchen wir immer noch eine Confirmation, dass wir überhaupt diesen Ausbruch jetzt bekommen haben, was wir noch nicht haben. Also diese Confirmation haben wir noch nicht. Der Kurs könnte auch von jetzt immer noch unter 28.000 Dollar fallen und dann war es am Ende einfach bei diesem Niveau eine Rejection, also eine Ablehnung. Aber es ist trotzdem ein Pump, der jetzt wieder etwas mehr Spannung in den Kryptomarkt zurückholen konnte. Vor allem, weil es eine sehr plötzliche Bewegung war mit einem fast 3% Anstieg in gerade mal 3 Minuten, wodurch insgesamt über 400 Millionen US-Dollar an Bitcoin-Shorts und über 200 Millionen US-Dollar an Ethereum-Shorts liquidiert wurden. Der Haupttreiber für diese Bewegung war aber nicht gerade weniger plötzlich, denn gerade mal 3 Stunden bevor eine Schließung der Regierung um 0.01 Uhr in Kraft getreten wäre, stimmte der Senat für ein 45-tägiges Finanzierungsgesetz, welches die Regierung bis zum 17. November über Wasser hält. Wie es hier in diesem CNBC-Artikel heißt, Biden unterzeichnet 45 Tage Finanzierungsgesetz, um die Regierung offen zu halten. Ein 71-seitiger kurzfristiger Gesetzesentwurf, der vom Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy ausgearbeitet wurde, der in Anführungsstrichen Katastrophenhilfemittel bereitstellt und mit 335-91 Stimmen für die Verabschiedung der Notlösung am Ende eingeführt wurde. Auf Instagram postete Joe Biden bzw. sein Team wahrscheinlich erst sicher nicht der, der die Post selbst schreibt, ein Bild von ihm mit dem Text: Ich habe gerade ein Gesetz unterzeichnet, das die Öffnung der Regierung für 47 Tage vorsieht. Es bleibt genügend Zeit, die Finanzierungsgesetze der Regierung für das nächste Geschäftsjahr zu verabschieden und ich fordere den Kongress dringend auf, sich sofort an die Arbeit zu machen. Das amerikanische Volk erwartet, dass eine Regierung funktioniert. Stellen wir sicher, dass es so ist. Also für 16 Milliarden US-Dollar kaufen sich die USA einfach 1,5 weitere Monate, um eine Einigung über den Haushalt zu erreichen. Wenn sie es nicht schaffen, diese Einigung zu erreichen, dann hat das alles irgendwie nichts gebracht, denn dann wird der Shutdown einfach am 17. November stattfinden und danach spürt der Markt dann halt die Effekte, die ein Shutdown auf den Markt hat. Aber wenn sie es schaffen, in dieser Zeit sich jetzt zu einigen, wie die Regierung finanziert werden sollte, dann vermeidet man zwar einen Shutdown, aber das zugrunde liegende Problem wird dadurch nicht gelöst, sondern es wird sogar eher beschleunigt und das ist natürlich die Schuldenspirale, die wahrscheinlich langfristig einen deutlichen größeren Effekt haben wird als ein kleiner Shutdown. Für den Moment reagiert Bitcoin jedoch positiv und die eine Schlagzeile, die man überall liest, ist der Uptober hier. Willkommen im Uptober. 8 der letzten 10 Oktober waren positiv für Bitcoin. BTC-Preisanalyse: Bitcoin startet mit einem Boom in den Oktober. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte und die zugrunde liegende Statistik hierzu ist der durchschnittliche monatliche Gewinn für Bitcoin, der, wie man hier sehen kann, neben November und April im Oktober höher ist als in den anderen Monaten. Ganz interessant ist, dass April und November tatsächlich sogar noch bessere Monate sind, beim Oktober der Name Uptober aber wahrscheinlich einfach besser gepasst hat als ab November oder ab April. Und es gibt definitiv ein Ding von, dass Q4 größtenteils oder oft ein positives Quartal ist, weil es halt einfach die Holiday Season ist, Konsumausgaben steigen, die Unternehmen mehr Geld machen und dass die Wirtschaft an sich etwas ankurbelt. Aber erinnert ihr euch zum Beispiel noch an September ist der schlechteste Monat für Bitcoin, wir bekommen einen Crash. Tja, Bitcoin, BTC, legt besten September seit 2016 hin, Glückszahl 7, erster grüner September für BTC seit 7 Jahren. Ich habe es Anfang September gesagt, ich sage es jetzt nochmal Anfang Oktober und ich werde es auch jedes Mal wiederholen, wenn ein sogenannter wichtiger Monat für Bitcoin bevorsteht. Dieses ganze XY-Monat ist für Bitcoin bullisch oder bärisch, ist einfach reinster Bullshit. Klar, irgendwo spielt hier auch Marktpsychologie und
Sachen wie Saisonalität eine Rolle, aber es gibt momentan einfach viel zu viele, vor allem unvorhersehbare Faktoren, die den Bitcoin-Preis beeinflussen, dass man nicht sagen kann, dass aufgrund der historischen Preisbewegungen eines spezifischen Monats man dadurch schließen kann, dass jetzt auch dieser Monat daher bullish sein wird oder dass überhaupt die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass dieser Monat bullish ist, als dass er bärisch ist. Ihr werdet also diesen Monat viele Tweets lesen wie Breaking Pump October News, Franklin Templetons Bitcoin-ETF-Antrag erhält grünes Licht von der SEC. Diese spezifische Schlagzeile ist tatsächlich sogar sehr irreführend, weil Franklin Templeton nicht das grüne Licht für einen Spot-ETF bekommen hat, sondern einfach die Bestätigung bzw. die Anerkennung der SEC, dass sie den Antrag eingereicht haben. Aber worauf ich letztendlich hinaus möchte, ja, es kann natürlich sein, dass sich dieses ganze Narrativ Oktober auch in diesem Monat wieder bewahrheitet, aber dann nicht, weil es Oktober ist, sondern weil halt einfach wahrscheinlich in der Zeit so viele positive Sachen passiert sind, dass der Preis nach oben springen konnte. Ich hoffe, euch kann das helfen, diese ganzen Oktober-News und Oktober-Tweets irgendwie ein bisschen besser zu navigieren. Meldet euch wie immer gerne noch mit dem allerersten Link in der Beschreibung bei der EU-regulierten Kryptobörse Bitvavo an, sichert euch hier den 10 Euro Startbonus sowie 10.000 Euro freies Handelsvolumen. Euch noch einen schönen restlichen Montag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.